Hi und herzlich willkommen heute am Montag zu dem Resümee meines Hausarztpraktikums. Also das ist ja jetzt so, dass ich, das ist das zweite Praktikum, was ich beim Hausarzt machen muss, weil ich schon eine Formulatur von 4 Wochen da machen musste. Von den 4 Formulaturen, die man im Medizinstudium insgesamt machen muss, ich habe keinen Schimmer, wozu diese zusätzlichen 2 Wochen noch dienen. Außer dass es dem Staat dadurch, durch diese Vorschriften, umso mehr gelingt, mich von Hausarzt Allgemeinmedizin komplett zu entfremden. Das mache ich auf gar keinen Fall. Es könnte gegebenenfalls, es würde vielleicht anders laufen, wenn ich da der Boss wäre und sagen dürfte, was ich denke. Wie ich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes therapieren würde. Aber wenn ich mir die ganze Zeit auf die Zunge beißen muss, während meine Hausärztin irgendwas Diesbezügliches sagt, geht das nicht. Also mir geht da völlig und total die Sinnhaftigkeit dieses Berufs flöten, weil den Zivilisationskranken, also den Diabetikern, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, diesen Leuten, denen werden halt Medikamente verschrieben. Alle Leute, die irgendwie Nackenschmerzen haben, die kriegen da ein Lokalanästhetikum gespritzt. Und dann gibt es halt auch noch die Leute, die einfach nur erkältet sind und gelben Schein brauchen. Ja, und das wird denen dann ausgestellt und dann wird denen noch gesagt, ja, halt viel trinken, schon dich. Und das war's. Ich könnte eigentlich, dieses Video könnte 10 Stunden gehen, mindestens. Ich hab so viel Erkenntnisse gehabt in den letzten 2 Wochen über alles, was in der Gesellschaft falsch läuft und alles, was im Gesundheitssystem falsch läuft. Und ich glaube nicht, dass ich das ändern kann, sondern ich glaube, dass ich da höchstens aussteigen kann. Dass ich unabhängig davon als Privatarzt, unabhängig von Krankenkassen, mein eigenes Ding mache. Bei Leuten, die da irgendwie keine Berücksichtigung finden oder die da vielleicht auch gar nicht hingehen wollen oder sowas. Und ich weiß auch eigentlich überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Schlussendlich läuft es, glaube ich, darauf hinaus, dass die Leute, die eine Hausarztpraxis oder wenn man eine Hausarztpraxis von innen sieht und nicht nur eben der Patient ist, der da im Wartezimmer ist, sondern von jemandem anvertraut bekommt, was bei ihm gerade im Leben alles falsch läuft. Dann passiert das in der Hausarztpraxis ziemlich ungefiltert, in dem Sinne, als dass wir hier eine Schweigepflicht haben und die eine Not haben und Hilfe brauchen und damit von vorne bis hinten alles erzählen. Und locker ein Drittel der Menschen hat vor allem Probleme mit ihrem Leben. Jeder Dritte fängt an zu heulen, weil sein Job so schrecklich ist und er dann nicht raus kann. Und vielleicht projiziere ich das auch, weil mein Job die letzten 2 Wochen so schrecklich war und ich da nicht raus konnte. Ich glaube aber nicht, dass ich das projiziere. Ich glaube, dass ich normalerweise in meinem richtigen Leben die Fähigkeit entwickelt habe, so zu leben, wie ich leben will. Auch weil ich von anderen Sachen nicht abhängig bin. Auch weil ich einen anderen Lebensentwurf habe als die meisten Menschen. Und da geht es nämlich dann los mit. Also Leute haben einen Job, der ihnen keinen Spaß macht, den sie scheiße finden. Aus dem sie aber nicht raus könnten, weil sie Geld verdienen müssen. Glauben sie. Und da ist dann, da geht dann das Problem mit dem Geld los, mit dem Geld und mit dem Konsum. Denn die meisten Leute, denke ich, kaufen nicht die Sachen, die sie wirklich brauchen, sondern sie kaufen die Sachen, die die anderen Leute auch kaufen. Oder sie kaufen die Sachen, die das Werbefernsehen ihnen sagt, dass sie sie kaufen sollen. Jemand, der kein Fernsehen guckt, der braucht keinen 20 Quadratmeter großen Flachbildschirm kaufen. Jemand, der keinen Kühlschrank braucht, der braucht keinen Kühlschrank kaufen. Ich komme da drauf, weil mir unter mein Glücklich ohne Kühlschrank-Video jemand drunter geschrieben hat, ob ich nicht Angst davor hätte, dass für den Fall, dass ich irgendwann doch nochmal schwanger werde und das Kind dann irgendwann mal 6 Jahre alt ist und dann irgendwann mal Freunde nach Hause bringt, ob ich nicht Angst davor hätte, dass die Freunde meines Kindes mein Kind hänseln würden, weil wir keinen Kühlschrank haben.
Ich habe dann geantwortet, dass A, meine Hauptangst gerade nicht ist, was passiert, wenn ich keinen Kühlschrank habe, aber ein Kind. Meine Angst ist eher, dass ich zu alt bin, dafür noch ein Kind zu kriegen. Aber auch, dass ich denke, dass Sechsjährige andere Sachen zu denken haben, als ob die Eltern ihrer Freunde Kühlschränke haben und dass sowieso alle Leute, die dich danach beurteilen, was du besitzt, die falschen Freunde für dich sind. Es geht nicht darum, was man besitzt. Manche Sachen sind ganz nett, sie zu besitzen. Manche Sachen machen einem Freude, sie zu besitzen. Aber wenn man Sachen nur kauft, um sie zu besitzen, weil andere Sachen sie auch, weil andere Leute diese Sachen auch haben, dann ist das irgendwie der falsche Grund dafür. Es gibt im Internet The Minimalists. Das sind Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus, die eine Website haben, die auch theminimalists.com heißt. Die machen einen wöchentlichen Podcast und in einem dieser Podcasts hat einer der beiden gesagt, Hoarding, also Sachen anhäufen, Kram anhäufen, ist ansteckend. Eigentlich ist alles ansteckend, was wir mit anderen Leuten zu tun haben. Wenn wir reich werden wollen, dann wäre es sinnvoll, uns mit Leuten zu beschäftigen oder abzugeben, Freunde zu haben, die reich sind. Wenn wir Schauspieler oder berühmter Schauspieler werden wollen, ist es sinnvoll, sich mit Leuten abzugeben, die ebenfalls berühmte Schauspieler sind. Wenn wir Minimalisten sein wollen, dann ist es hilfreich, wenn wir uns mit Leuten beschäftigen, die sich auch mit Minimalismus beschäftigen. Wenn wir vegan werden wollen, ist es praktisch, wenn wir Leute um uns drum herum haben, die ebenfalls Veganer sind. Ihr erkennt das Prinzip. Man kann das vorsätzlich nutzen, sich mit Leuten zu umgeben, die so sind, wie man selber sein will. Es kann aber auch sein, dass andere Leute einen beeinflussen, dass man glaubt, Sachen machen zu müssen, die man nicht machen will, die man aber trotzdem macht, nur weil sie alle anderen Leute machen. Mir schrieb unter mein, was ich an einem Tag esse, Video jemand drunter, eine Ehefrau eines Arztes, die dann sagte, ja, aber alle Akademiker, die ich kenne, arbeiten 60 Stunden die Woche. Die machen alle einen zufriedenen Eindruck. Mein Mann macht das auch. Der will unbedingt viel Geld verdienen und ein Haus kaufen. Dafür opfert der alle seine Zeit. Dafür opfert er auch die Zeit mit den Kindern. Seine Mutter hat das übrigens auch schon mit ihm gemacht, die ist auch Ärztin. Und ich denke, ich muss das doch nicht machen, weil alle das machen? Wenn alle Leute vom Hochhaus springen, machst du das dann auch? Was Eltern einem als Kind sagen, wenn man unsinnige Sachen machen will, die alle anderen auch machen? Wir kommen da gar nicht raus. Wir kommen da nicht raus. Und es läuft die ganze Zeit darauf hinaus, dass wir Sachen kaufen, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist Irrsinn und das macht die ganze Gesellschaft. Und dieser Spruch, der ist auch gar nicht von mir, sondern ich glaube auch, der kommt irgendwo aus der Minimalismus-Szene raus. Und damit geht natürlich das Problem mit dem Job los. Also als ich in die Gesundheitsszene startete, da war ich davon überzeugt, dass das Problem der Leute ist, dass sie die falschen Sachen essen. Dann kam ich dahinter, dass sie die falschen Sachen essen, weil die süchtig nach diesen Sachen sind. Dass Essen süchtig machen kann. Dann gibt es aber Experimente mit Ratten, die dann besagen, die Sucht liegt nicht wirklich darin, dass die Ratten halt süchtig sind, sondern daran, dass die Ratten im Käfig sind und ein scheiß Leben haben. Und nur weil sie ein scheiß Leben haben, brauchen sie Belohnungsbotenstoffe von Suchtsubstanzen. Und es läuft in unserer Gesellschaft auf dasselbe hinaus. Die Leute, die unzufrieden mit ihrem Leben sind, die keine natürlichen Belohnungsbotenstoffe aus ihrem richtigen Leben kriegen, aus Freude, aus zwischenmenschlichen Beziehungen, aus einer sinnvollen Tätigkeit, die greifen dann zu Substanzen, die diese Gefühle, diese guten Gefühle machen. Und das machen sie dann als Ausgleich dafür. Aber das ist nicht der richtige Ausgleich. Diese Substanzen machen sie krank. Und natürlich macht sie auch der zu viele Stress krank. Und daraus gilt es dann auszusteigen oder noch besser direkt vorher zu erkennen, dass man da das nicht will. Ich hatte, glaube ich, ziemlich lange das Glück, also ich habe das Talent dazu, keine Sachen zu machen, auf Teufel komm raus, nicht zu machen, die ich nicht machen will.
Wie, ich könnte zum Beispiel nie etwas studieren, von dem meine Eltern wollen, dass ich es studiere. Unfassbar viele Leute haben diese Fähigkeit, Jura oder Medizin zu studieren, nur weil die Eltern das von denen wollen. Ich nicht. Ich wollte Schauspielerin werden. Deswegen bin ich zur Schauspielschule gegangen. Und hätten meine Eltern mir das verboten, hätte ich den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Ich kann nicht den Kontakt zu mir selber abbrechen. Andere Leute können das. Ich kann das nicht. Und deswegen spüre ich dann auch, dass ich diese 2 Wochen lang unglaublich leide, während ich den Kontakt zu mir selbst abbrechen muss in dieser Praxis, wo die Dinge so laufen, wie ich denke, dass es grundfalsch ist. Da kann ich nicht arbeiten. Und das Lustige irgendwie ist, dass es ja mittlerweile Mode ist. Und es unglaublich viele YouTube-Videos darüber gibt, Leuten aus genau diesem Problem rauszuhelfen. Und da bin ich beim A, ich bin bei Zero Waste, ich bin beim Minimalismus und ich bin auch bei dem ganzen Personal Finance Kram, mit dem ich mich beschäftigt habe, als ich Anfang des Jahres meinen Job verloren hatte, weil Dennis mich gefeuert hat. Leute, die Sachen kaufen, die sie nicht brauchen, von Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Die kann man, wenn man ihnen Minimalismus zum Beispiel nahebringt, dazu kriegen, dass sie anfangen nachzudenken. Dass wir wirklich bewusst mal unseren Konsum überdenken und uns wirklich fragen, brauche ich das wirklich? Kann ich mir das leisten, was ich hier kaufen will? Oder muss ich Schulden machen, die mich dann wieder dazu zwingen, dass ich einem Job nachgehen muss, den ich nicht mag, weil ich das Geld brauche, um diese Sachen zu bezahlen, die ich sowieso nur gekauft habe, um andere Leute zu beeindrucken, nicht weil ich es selber brauche. Und dann versklave ich mich da an einen Arbeitgeber, für den ich dann alles, ne, wo ich meine Seele verkaufen musste, damit ich vielleicht den Job behalte. Denn hätte ich einen Arsch voll Schulden, dann hätte ich bei Dens unter Garantie gesagt, ja, ich verkaufe aktiv Fleisch, ich verkaufe aktiv Fleisch, ich halte da zwar nichts von, aber ich tue das trotzdem, weil ich meinen Job behalten muss, weil ich mein Haus abzahlen muss, mein Auto abzahlen muss, keine Ahnung, meine IKEA-Wohnküche abzahlen muss oder sowas. Er erkennt vielleicht, worauf ich hinaus will. Wer sich für Sachen, die er sich nicht leisten kann, einem Arbeitgeber versklavt, der ihn dann krank macht, wo man dann Substanzen konsumieren muss, um halbwegs durch diesen Tag durchzukommen, um sein Leben halbwegs ertragen zu können. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Und wenn man über Minimalismus nachdenkt und sich dann nachdenkt, dass man diese Sachen ja eigentlich gar nicht braucht, dann kommt man vielleicht dahinter, dass das Leben auch anders laufen kann. Da ist ein Typ im Internet, es ist ein Internet-Finanzguru, sein Name ist Dave Ramsey. Und der macht, also bei vielen Leuten mischen sich nämlich genau diese Themen im Internet. Sowohl sparsam leben, als auch Minimalismus, als auch Zero Waste, als auch Veganismus, individuelle Lebensgestaltung und diese ganzen Sachen, weil die alle zusammenhängen. Dave Ramsey bringt den Amerikanern bei, wie sie ihre Schulden loswerden, wie sie Sachen kaufen, ohne Kredite aufzunehmen, wie sie ihre Kreditkarten zerstören, durchschneiden, damit sie keine Kredite aufnehmen. Ich habe Dave Ramsey, wie gesagt, im Zuge von meiner Kündigung bei Dens entdeckt. Und abgesehen davon, dass er den Leuten sagt, wie sie ihre Schulden loswerden, bringt er einem auch bei, was man macht, um eben jobtechnisch nicht mehr in diese Situation zu kommen. Was darauf hinausläuft, dass man zusieht, dass man sich einen 6-Monats-Notfallfonds auf Seite legt. Was ich brillant finde, wo ich alleine auch nie drauf gekommen wäre. Dabei ist das total logisch. Also man soll sich 3 bis 6 Monate Gehalt auf ein Konto zur Seite legen, damit, für den Fall, dass man seinen Job verliert oder für den Fall, dass der Job von einem verlangt, dass man Sachen tun muss, die man nicht tun will, man sagen kann, nö, mache ich nicht. Dann kündige ich halt und suche mir einen besseren Job. Wenn man kein Geld auf der hohen Kante hat, dann kann man diese Entscheidung nicht treffen. Sprich, es läuft, das Ganze läuft auf Freiheit hinaus. Wenn man unbedingt ein Haus besitzen will, dann ist man ziemlich wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre nicht frei. Der Bruder meines Schwagers und seine Frau, die auch nicht schwanger werden können,
haben sich jetzt dafür entschieden, dann statt Baby halt ein Haus zu bauen und dafür eine halbe Million Kredit aufgenommen. Die werden alle beide die nächsten 30 Jahre versklavt sein an ihren Arbeitgeber, um das Haus abzubezahlen. Und dann könnte sowas passieren wie, ja, neue, keine Ahnung, was weiß der Geier was, Revolution, dein Beruf wird nicht mehr gebraucht. Die Zeit ist unglaublich schnell. Und das alles macht Probleme. Man kann auch jetzt schon in einem Haus wohnen, wenn man das möchte, wenn man das überhaupt braucht. Diese Häuserwahn, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, man kann ja auch ein Haus mieten, wenn man das unbedingt möchte. Aber wenn alle Leute ein Haus bauen, dann müssen wir auch wir ein Haus bauen. Oder es geht um Status, wieder um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Unter Medizinern ist das auch ganz schlimm. Und dann bin ich wieder beim Herzzentrum und bei meiner Hausärztin. Ich habe jetzt den ersten Menschen getroffen, der jünger ist als ich und einen Herzinfarkt hatte. Auch Patient in der Hausarztpraxis. In der Hausarztpraxis, wo dir gesagt wird, ach, der Cholesterinspiegel ist 210, da würde ich aber nichts draus machen, das ist nicht so schlimm. Ja, wenn man einen Hausarzt hat, der einem sowas sagt, dann kriegt man vielleicht auch einen Herzinfarkt, wenn man gerade mal 40 geworden ist. Und das Lustige daran, oder eigentlich das Tragische daran, ist, dass dieser Patient im Herzzentrum arbeitet, im OP. Als Pfleger, und das Herzzentrum ist sowieso das schrecklichste Krankenhaus von allen, das habe ich schon mehrfach erzählt, weil da alle Leute wahnsinnig sind. Besonders die Chefärzte und Oberärzte sind da wahnsinnig und die gängeln ihre Assistenzärzte wie bescheuert und die gehen alle auf dem Zahnfleisch und die trauen sich auch nicht zu wehren. Ich verstehe nicht, warum man solche Sachen sich machen lässt. Solche Sachen lassen nur arbeitslose Schauspieler mit sich machen. Und irgendwann muss man da halt drüber hinauswachsen, aber das macht keiner. Wie kann ein 40-jähriger Mensch, der im OP eines Herzzentrums arbeitet, einen Herzinfarkt kriegen? Ich krieg die Krise. Wie kann man einem Diabetiker, einem Typ-2-Diabetiker sagen, er kann mit aller Ruhe Kuchen essen? Er kann mit aller Ruhe Zucker in seinen Kaffee essen? Das kann er nicht. Meine Hausärztin glaubt, Typ-2-Diabetiker können nichts dafür, dass sie Typ-2-Diabetes haben. Es gibt ja auch dünne Typ-2-Diabetiker. Wir haben zwei Patienten an einem Tag mit Typ-2-Diabetes diagnostiziert, wo genau das passiert ist. Der Patient hat gesagt, ja, heißt das jetzt, ich kann keinen Kuchen mehr essen? Doch klar können Sie noch Kuchen essen. Kann ich noch Zucker in meinen Kaffee tun? Ja, klar können Sie das noch. Und die andere Patientin, ja, aber Wurst ist mein Leben. Ich kann nicht leben ohne Wurst. Und spätestens in dem Moment muss einem doch klar sein, wenn du nichts anderes im Leben zu leben hast als Wurst, hast du ein Problem in deinem Leben. Die Leute glauben, sie haben so ein schreckliches Leben, dass sie auf Bequemlichkeit Wert legen, dass sie auf den Kühlschrank Wert legen, dass sie auf Fast Food Wert legen, dass sie auf Imbissbuden Wert legen, wo man ganz schnell sein Scheißessen kaufen kann, mit dem man sich dann krank frisst, aus reiner Bequemlichkeit. Anstatt mal darüber nachzudenken, vielleicht muss man nicht so viel arbeiten. Vielleicht muss man nicht in einem Job arbeiten, der scheiße ist, einem aber viel Kohle bringt. Vielleicht muss man die Sachen alle nicht kaufen, die man kaufen will. Vielleicht hat man die Bedürfnisse noch nicht mal, von denen man denkt, dass man sie hat, die man aber nur durch das Werbefernsehen hat. Vielleicht sollte man einfach gar nicht so viel Fernsehen gucken. Vielleicht sollte man sich vor allem keinen riesen Fußballfeld großen Fernseher kaufen und an die Wand knallen und diesen anmachen, sobald man nach Hause kommt aus seinem schrecklichen Job. Ja. Und keine Kraft mehr zu was anderem hat als Fernsehgucken. Denn ich habe das letztens mit einer Freundin besprochen. Hallo Bettina. Hier, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, dann hat man abends fast nicht mehr die Energie, noch was zu machen, obwohl man noch 3 oder 4 Stunden Zeit hätte. Man hat dann noch gerade so die Energie, sich vorm Fernseher zu sitzen und eine Chipstüte aufzumachen und sich die dann reinzupfeifen. Das ist ein Problem. Man hat gerade noch die Kraft, Chips zu essen und sich die Bedürfnisse einreden zu lassen, die man eigentlich gar nicht hat, vom Werbefernsehen. Das passiert meiner Erfahrung nach nicht, wenn man nur 30 Stunden arbeitet. Dann hat man nämlich noch Freizeit. Da kann man noch Freunde treffen. Da kann man noch eine sinnvolle Tätigkeit nachgehen. Da kann man noch Erlebnisse haben und Beziehungen haben.
was nicht mehr geht, wie wenn man 40 Stunden arbeitet, was noch viel schwerer ist, wenn man 50 oder 60 Stunden arbeitet, wie es ja angeblich alle Akademiker machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich könnte noch mehr sagen und zum Beispiel, dass auch die Bundestagswahl, egal wen ihr wählt, ob ihr links wählt oder ob ihr die AfD wählt, es ist völlig egal, das Problem wird keine einzige Partei ändern, denn das Problem ist in den Köpfen der Leute. Wenn die nicht anfangen, den Sinn des Lebens und den Sinn des Konsums zu reflektieren, dann wird nichts weitergehen. Wir haben auch kein Problem in der Pflege. Auch das wie zum Thema Bundestagswahl. Und da war ja die Krankenschwester, die Merkel in eine Bredouille gebracht hat in irgendeinem Fernsehinterview. Ja, klar sind die Pflegekräfte überfordert. Aber vielleicht sind die nicht überfordert, weil es zu wenig Pflegekräfte gibt. Vielleicht sind die überfordert, weil es zu viele Kranke gibt. Weil die sich alle krank machen durch diesen ganzen Konsumscheiß. Und dadurch, dass sie einfach die Sachen machen, die alle machen, ohne darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, die zu machen. Wie auch 40 Stunden arbeiten zu gehen. Wenn du keine 40 Stunden arbeiten gehen willst, dann musst du das auch nicht. Du kannst dir Gedanken darüber zu machen, wie du zum Beispiel dasselbe Geld in weniger Stunden verdienen kannst. Ob du den Beruf wechseln kannst, ob du zusätzlich was studieren kannst, ob du im Internet was machen kannst, weiß der Geier. Aber halt einfach nur unreflektiert das zu machen, was alle machen, das wird unter Garantie unglücklich machen. Und Geld macht dich glücklich und Besitz macht auch nicht glücklich. Und von daher sind das alles gute Strömungen, hier sowohl Minimalismus als auch sein eigenes Geld in den Griff zu kriegen und dieses Zeug. Denn das geht dann weiter. Also da ist zum Beispiel von den Minimalisten, der Joshua, der ist Minimalist geworden und hat in dem Zuge es geschafft, Gewicht zu verlieren. Dasselbe ist der Sarah Budget Girl, ist auch eine YouTuberin gelungen, die hat angefangen mit Dave Ramseys Hilfe ihre Finanzen in den Griff zu kriegen und parallel dazu ihre Ernährung. Das heißt, diese Sachen bedingen einander. Und sie kumulieren auch im selben Scheiß, nämlich in Krankheit und Unglück. Und keiner will krank und unglücklich sein. Oder? Und ich erzähle die ganze Zeit über Ernährung, aber Ernährung ist eigentlich ist auch nur ein Baustein davon. Und ich würde am liebsten alle Patienten beim Hausarzt, außer die, die nur krankgeschrieben werden müssen, weil sie erkältet sind, in eine Mischung schicken zwischen True North und der Tagesklinik Alteburger Straße in Köln, dass sie einfach mal 2 Wochen rauskommen aus ihrem Alltag und darüber reflektieren, was eigentlich der Sinn des Lebens ist. Und wenn sie herausgefunden haben, was der Sinn des Lebens ist, sie einen Sozialarbeiter zur Hand haben, der ihnen dann hilft, das Leben so auf die, also die technischen Sachen so auf die Reihe zu kriegen, dass sie das auch umsetzen können, was sie eigentlich von ihrem Leben gern hätten. Es ist unglaublich bitter, was da draußen passiert. Und dann wird mir aber auch noch unter meine Videos drunter geschrieben, ja, das ist nun mal so. Nein, das ist nicht nun mal so. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich gebe mich nur mit den Leuten ab, die ich mag. Ich kaufe nur die Sachen, die ich will und brauche. Und wenn ich glücklicher bin ohne Kühlschrank, dann werde ich den Teufel tun, einen zu kaufen, nur weil irgendjemand denkt, dass man einen haben muss. Ich denke, die meisten von euch wissen, worauf ich hinaus will. So, das war mein, wie lang habe ich geredet jetzt hier? 23 Minuten Rant über Gott, das Universum, das Leben und den ganzen Rest. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Bis morgen. Eure Silke. Zum Thema Zero Waste und Bundestagswahlen.